Ich hab immer noch gerade zu tun vom Lachen. Alter, ich krieg hier immer irgendwas ab. Ey, ihr Penner, hört auf was damit. Was machst du denn da? Ich krieg hier immer irgendwie einen Schlag ab oder so. Du kriegst einen Schlag, bist du geladen oder was? Alter. Ah, okay. Gott. Oh mein Gott. Oh, mein Herz. Mann, jetzt komm doch mal her, flippert ins Haus, ich kaputt schon, blöde, dumme Scheiße. Au, ey, Alter, hör auf! Sergeant! Ja? Wo bist du? Auf dem Rückweg. Wer nervt mich hier gerade? Ihr seid alle so still, ihr Penner! Wer ist das? Wer ist das von euch? Wer ist das von euch, ihr Drecksäcke? Ich krieg jedes Mal eine ab hier. Hallo, Flipper. Der von wegen Flipper. Ey, Alter! Warum ist jetzt meine Rüstung kaputt? Ey, hört auf! Leute! Was denn? Wer ist das? Ich bin sogar keiner bei dir. Ah, von wegen. Irgendjemand schießt mich hier ab oder so. Keine Ahnung. Cockpit. Ach, hier ist nichts, gar nichts in der Nähe. Nur irgendwie. Ja, Noxi, du Drecksau, hör jetzt auf! Ich bin im scheiß Lager von der Hacke. Ich habe jetzt hier schon. Meine Rüstung ist jetzt schon im Arsch. Ja, zieh sie raus. Ich zieh sie raus. Welcher Penner ist das von euch? Scheiße, mit anderer Stego, den habe ich jetzt vergessen. Lalalala. Hier, der schon lalala macht. Das ist irgendjemand von euch hier, der mich hier anschießt andauernd. Kleine Drecksäcke, ihr. Naja. Das war doch keiner. Wisst ihr, dass wir beide Flippers weg? Was seid ihr, bescheuert oder was? Wie ruhig sie alle sind. Ich hab irgendwie das Gefühl, die hocken alle unter einer Ecke und schießen mich nacheinander ab hier. Ich sitze im Wasser und versuche zwei Flipper zu tilgen. Und ich bin fast in der Homebase. Ah, dann warst du es, Noxi, du Drecksack. Wieso? Gib's doch wenigstens zu. Alter, ich bin am Farmen. Na, wer sollte mich denn sonst anschießen? Alles. Ein Kombi. Ja, aber du hast schon recht, ich war's. Vielleicht, so ein bisschen. Ich hab's doch gern. Irgendwie, ich denk doch hier, ich bin doch nicht blöde, ich krieg hier ständig irgendwas ab. Was gibt's da denn? Ich hab mitten im Wasser hinter einem Stein. Echt jetzt? Ja. Boah, ja, ich hab schon gedacht, ich hab eine Macke hier. Vier Schüsse mit der Armbrust und dein Helm ist kaputt. War das alles Headshots oder was? Hast du wenigstens mit Narkofein geschossen? Nein, normal, ich hab keine Narkotik. Nee, das wär mies gewesen im Taming. Nee, das mach ich nicht. So ein Drecksack. Ich sag doch, Noxi ist der Einzige, der einen Grund dazu hätte, irgendwie irgendwas zu machen, weißt du? Ach, Nero hat keinen schon... Grund. Warum Nero? Nero habe ich doch jetzt gerade nicht in Unmacht gezimmert. Zimmert? Du hast so einen Pfeil in mich reingedrungen. Du bist nur einmal in mir eingedrungen und ich war bewusstlos. Boah. Okay, oh, langsam muss ich mal. Schwanz nach oben steht, aber. Nee, aber ich sag mal so: spätestens, wenn die Aufnahme rausgehen, wäre sowieso egal. Wäre sowieso gefunden. Käme sowieso alles raus. Aber du hättest es rausgeschnitten. Ach Gott, nee, ich schneide nichts raus. Weißt du noch damals? Also der Stego, also der 72er Stego, der hat 14.400 Foot. Also. Na, also da ist da was, gut. Halt die Fresse! Ich mein Hunger! Mein Gott nochmal! Was ist mit dir los? Ich hab gar nichts, ich muss gar nichts gut. Kanalinfo steht. An höchst anspruchsvolle Unterhaltung.
Bleib lieber, wenn du mal stützt, jetzt hier, du blöde Sexy. Will ich denn den Tee, Mann? Also, die Hälfte habe ich davon verstanden. Könntest du es noch wiederholen? Nee, da hat es jetzt das Dreckvieh gefehlt. Also, Dreckvieh. Alter, wenn noch jemand einmal Flippertöne, den hau ich um, Alter. Was machst du? Den hau ich um! Wieso, was machst du? Oder was? Onkel? Komm ran dann mal auf den Meter, so rum. Onkel? Komm ran auf den Meter, mein Freund. Alter! Was, ich bin vielleicht ein Meter größer als du, ja. Na, kannst du doch ruhig. Fällst du auch tiefer. Ey, ohne Spaß, ich seh schon, komm. Auf die Gamescom, so. Erstmal strecken wir Nero nieder, so. Du gehst die ganze Zeit so, yeah, endlich sehen wir uns wieder, hey, ich bin Noxy und so weiter. Geht erstmal durch die halbe Halle. Onkel! Noxy kriegt erstmal einen Nargo-Pfeil ab. Das auf jeden Fall erstmal. Mitten auf die Gamescom. Genau, dass du den Helm verlierst, mein Freund. Alter, ich hatte nicht mal einen Helm an. Ich war nackt. Ich war eine nackte Frau und du hast ja einfach einen Pfeil eingedrungen. Oh nee, du schießt auf nackte Frauen. Also Onkel. Mann, Flipper läuft doch mal jetzt hier, du blöde Sau. Flipper. Der Flipper, der kommt immer nur zurück, wenn er Hunger hat, Mann. Hast du das immer noch nicht begriffen? Was für ein 16-Jähriger. Mann, die scheiß Viecher kommen nie zurück. Da haben sie keine Hunger, du Idiot. Satt wär's. Alter, Vater. Also Flipper, den hab ich sogar gezähmt schon. Bei Tribe Wars. Unser erster Flipper, den hab ich gezähmt. Das weiß ich noch. Aber hier hab ich noch gar nichts gezähmt. Jetzt doch, jetzt hab ich den ersten Track gezähmt. Der Elfriede hab ich gezähmt. Der Elfriede. Ja, merkt euch den Namen gut. Man und ich merke mir den Namen auch gut, weil ich weiß ganz genau, im nächsten WhatsApp-Chat steht drin, Elfriede ist tot. Oh. Und von Giganotto und dem Drachen gleichzeitig gefressen, in der genau. Homebase. Ja, so ein Glück müssen wir mal haben. Ja, nennen wir es doch Glück, genau. Na was, ist doch Glück, so ein scheiß Drache in der Homebase zu haben. So, ich weiß nicht, ich habe jetzt von 7200 ein Stego, was ist denn das? Ein Stego runtergehungert auf 2300. Kann ich dem Fressen reingeben? Brauchst du beim Stego? Von was? Stego brauchst du gar nicht runterhungern. Warum denn nicht? Klar. Mach Quatsch. Nee, runterhungern brauchst du nur bei den Fleischfressern wegen dem Prime Meat. Damit die möglichst schnell so viel fressen, wie es geht. Richtig. Also, ich hab das anders erfahren. Ich hab das anders gehört. Ich hab dazu Tutorials und sonst was geguckt. Also, ich hab das anders gehört. Ja, aber sag mal ehrlich, was bringt. Also wir haben jetzt was. Hungers. Geiserich ist on the way. Oh, Geiserich. Oh. Alles klar. Ah, da singst du einer, der Bock hat auf den Giganto. Der hat auch keinen Bock auf den Giganto. Gerade erben. Geiserich und ich vertreten eigentlich dieselbe Meinung. Giganto ist am besten, wenn man ihn zähmt und die Eier frisst, damit das Ding jetzt vervielfältigen kann. Ja, das also war das für uns ein beabsichtiger Kill? Ich will ja nur den Giganto wegen den Eiern mehr wählen. Er will den Giganto genauso wie ich, gar nicht am besten. Oder frittiert in der Pfanne. Ja, aber ich habe gehört, also was heißt ich habe gehört, das hat mir der Amsrock gesagt, dass wenn du Giganto zähmst, der nichts weiter macht, den kannst du einfach im Lager stehen lassen, der macht gar nichts weiter, außer wenn er irgendwie angegriffen wird oder sowas, dann dreht er durch. Ja, wenn er angegriffen wird. Oder zu viel, hat, oder zu viel, ja eben, oder Hunger wenn hat. Wenn er angegriffen wird, Hunger hat, durch irgendwas angestupst wird, das kann relativ viele Gründe haben. Aber wie schon gesagt, ein Jan seiner, ja ist ja gut. Server-Message gleich, was geht denn hier ab? Der ist aus Versehen, also wirklich nur aus Versehen gegen so eine Spike. Komm, schreib mal noch als Servernachricht, Grüße Amsrock. Komm, mach das mal. Dass unser Amsrock hier mal in einem Video, außer unsere Worte mal irgendwie hier mal erwähnt wird. Weil das ist der beste Zuschauer und zwar wieder geschrieben AMS, Leerzeichen ROCK. Mach mal. Hat er recht.
treue Zuschauer, die uns hier doch dieses Schwachsinn hier anhören. Da kriegt er sogar eine Special-Sekunde hier. Ja, erzähl bei uns was von dir. Irgendwie. Hat er eigentlich einen Chat im Auge? So ein bisschen. Alter. Der hat die ganzen Bären aufgefressen. Alter. Schnell. Jetzt habe ich gerade geschlafen. Da. Ja, weißt du, hier, Nero Max, da hat er einen Fan. Da denkt er, der Fan, da müsste sich jetzt mal um die Vier kümmern. Die Fresse. Boah, der hat die ganzen scheiß Bären aufgefressen. Itchi, sagt er. Der ist in der Truhe. Was für eine Truhe? In der Itchi-Satten-Truhe. In der Satten-Truhe. Okay, wir haben ja ein Female Stego. Wie nennen wir den denn? Ach, ich weiß schon, wie es nennen. Ja, wir haben schon Kappen gezähmt. Die Gertrude. So, da du ihn ja gezähmt hast, können wir ja den Giganto holen. Nein, ich habe immer noch einen Stego vor mir. Übrigens, Sage Giganto. Wir wurden ja schon öfters vom Feld verbessert. Der heißt für mich Giganto. Genauso wie Spino Junior, Peter statt Petrena, Petranodon. Terranodon. Siehst du? Gadret. Na ja, gut. So, was brauche ich denn noch für eine Quetzelsattel? Alles! Einmal die Speisekarte. Oh, bist du denn immer noch an dem Giga? Bist du denn immer noch an dem Giganoto? Ich bin jetzt wieder zurück und mache mal ein paar Sachen wieder. Gerade. Also, by the way, Geiserich hat gerade Ark gejoint. Also ja, das schreibt keiner für Armstrong meine Nachricht, ne? Ja, das kriegen sie wieder nett hin, ne? Ja, wie denn? Schreib das, mich an. Warte kurz. Ja, der hat doch gerade hier auch gleich geschrieben und so ein Scheiß. Der kann doch mal Armsrock schreiben. Ja, vielleicht war es auch Jan, weißt du denn? Einfach mal so als, Dankeschön. Ja. Moment, haben wir gleich? So. Ne, nicht in Chat reinschreiben, das ist ja Quark. Nein. Wie heißt der sportliche junge Mann nochmal? Amsrock, AMS, Leerzeichen ROCK. Komm schon. Schreib dem Gamechat, Rivano ist genauso ein Schmock, ey. Schreib im Gamechat, das ist nicht ehrenvoll im Gamechat zu schreiben, das kann jeder hier. Amsrock, so super. Aber so ein geiles Servernachricht, Amsrock, das kriegt nicht jeder. Nein, ich lasse es. Das macht auch keiner. Warum macht keiner? Vielleicht ja gleich. Warum hört mich keiner? Warum hört mir keiner zu? Weißt du noch, Onkel, damals? Wenn du jetzt schon so anfängst, muss ich wieder lachen. Onkel. Ich habe gefunden. Onkel, hast du gefunden Bienen? Was hab ich denn? Was? Was, Blät? Was, Junge, was? Was, Blät, was? Blät. Was, die Mutis? Was, Muschi-Muti? Was, Muschi-Muti? Was, Muschi-Muti? Ich glaube, ich habe auf Japanisch schon mal Muschi-Muti gegessen. Ja. Dann ist nicht irgendwo ein bisschen Gammelfleisch. Ach, übrigens, wir haben wieder einen Flipper. Ja. Cool, kann ich ja wieder mit dazu, Wüste. Ruhe. Ruhig. Cool, komm ich viel schneller zur Wüste jetzt. Richtig. Können wir ja gleich los. Ich wusste so dieses Ignorante. Oh schön, jetzt können wir ja wieder los. Komm, können wir gleich los. Klar. Das ist. Was?
Ich frage mich immer noch, warum zum Geier hier so eine Art Quetzelplattform steht. Und diese Anhörung hier durch Rampen und Pillar und so. Oder ist das für die, Ach, ist mir egal. Für die was? Für die was? Was? Was, Blät? Für die was? Alter. Okay. So zusammenfassend, jeder... was? 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 Alter, Vater. Was? Brunst, da hast du voll rein hier. Alter. So, jeder, ja, was? 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 Jeder hat ein bisschen Alkohol. Ich verstehe dich kaum, was? Und ab sofort schwätzen wir Russisch so morgen um 2. Was? Okay, jetzt doch interessant. Was hast du gesagt? Warte. Onkel Schnauze. Ey, Nero. Nein, das passt nicht. Onkel. Moor, Onkel. Och Mann, ich krieg ein T-Rex da raus. Der hängt im Horst Rüdiger fest. hat jetzt eigentlich irgendjemand mitbekommen, was Noxy uns damit sagen wollte? Nein. Hast du es überhaupt ausgesprochen, was du sagen wolltest? Ja. Grüße an Amsrock, den Zuschauer des Abends, Dorf. Yeah, siehst du, Amsrock für dich. Dankeschön. Ja, sehr geil. Sehr geil. So. Zu Ehren des Amsrock, den besten Zuschauer der Welt. Den einzigen. Onkel, du darfst das jetzt sehen, du musst es so sehen, Amsrock der Erste. Und sowas könnt ihr auch haben, wenn ihr mal öfters zuschaut. Wenn ihr zuschaut. Länger zuschaut. Wenn ihr auch mal zuschaut. Einmal. Ist eigentlich noch da oder? Ja, die sind bloß ganz ruhig geworden, denke ich mal. Ich denke mal, Revano, da nähert sich gerade Amsrock an und Amsrock, da versucht sich irgendwie zu wehren und Revano... Warte, Revano macht was schon bitte? Revano, lass unsere Fans... Du weißt doch, wie Revano ist. Das ist gelungen. Hey, Amsi, wie geht's dir? Ich hab grad wirklich überhaupt keinen Schimmer, wie viel überhaupt noch zuschauen. Aber komm, Amsrock, da gibt's einen Kommentar, oder? Aber Revano genau, schreibt ich hab einen Screenshot gemacht und das kommt erstmal in die Galerie. Ah, der Einzige und der Beste. Ja, sag ich doch. Eine Chatnachricht nur für dich, Amsrock. Genial. Na? Man hat uns erhört. Das ist doch wurscht. Er ist auf jeden Fall ein Fels. Er ist ein Fels? Hm. Was? Ah, wunderbar. Flipperstar, 3 und er guckt ja wenigstens gute Let's Plays, weil er guckt zum Beispiel auch DGZ und er macht eigentlich gute Let's Plays. Durchgezockt. Achso, der. Find ich gut, muss ich sagen. Aber mir guckt er nicht. Ich hab auch mich mal so ein bisschen mit in Verbindung gesetzt, aber so mal ganz kurz bloß, also es war jetzt kein Riesengespräch mit den lieben. Durchgezockt. Ach so. Aber ist nicht viel bei rumgekommen, das möchte ich dazu mal sagen. Also ich das, letzt, das ist ja Let's Player des Jahres geworden. Also, wer? Ja. Durchgezockt, ja. Let's Player des Jahres geworden. Also bei Let's Player Support, ne? Die machen da so ein eigenes Ding. Ach so, das. Und da ist ja gegen mich und Let's Player des Monats und deswegen bin ich ja mit dem in Kontakt gekommen, auch mit dem DGZ. Ja. Und da ist mir ja auch aufgefallen, dass der liebe Amsrock dort auch zuschaut. Ja. Und genau wegen Amsrock bin ich mit dem halt auch in Gespräch gekommen. So. Aber wie gesagt, ist nicht weiter dabei rausgekommen. Irgendwie hat sich das wieder. Ja, und jetzt ist es sogar Let's Player des Jahres geworden. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch für eine gewotet, ne? Weil ich finde DGZ ganz cool, muss ich sagen. Okay. Wer nicht kennt, warum sollte ich für den Werbung machen? Der ist eigentlich besser als ich, ne? Nee, aber guckt einfach mal DGZ durchgezockt. Ich ganz cooler jetzt Kanal. Sagen, aber du weißt schon, dass wir eben ungefähr 20 Minuten über Gronkh geredet haben, wie cool er ist. Und? Jetzt? Das war vor 300 Parts. Hä? Was weiß ich? Das war ganz. Das war. Ding. Ja. Weißt du, hast du echt. Ding am Stück raus. Echt jetzt? Natürlich.
Special Livestream vom Schlag mich tot. Achtung, Ergeiserich appears. Ja, jetzt machen wir jetzt so eine große Ankündigung für den Kaiserich. So besonders ist er jetzt auch wieder nett, Mann. Das ist der beste Mann überhaupt. Der Janik, Mensch. Ich werde es nicht sagen, aber weiß der überhaupt, auf in welchem TS wir sind? Meinst du noch? Ja, wir sind zur Aufnahme immer in dem TS. Ja, schon. Ach, keine Ahnung. Zumindest die Aufnahmen, die ich mitmache.